Heyo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Borderlands 2. Und wir überfallen hier mal schnell die Karawane und holen uns das dritte Stück vom Kompass. Die Karawane geht weiter. So. Ist. So, erstmal alle plündern wie immer. Große Kiste. Ja. Du bist super! Irgendwann bringen wir uns vermutlich gegenseitig um, aber fürs Erste sage ich, gut gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch ein Kompassteil, dann können wir What's die Schatz the? Finden. Komm zurück! Warte auf mich! Ich will nicht zerkleinert werden. Wow, du hast mich fast überfahren. Ja, wo bist du? Ich seh... Ah! Hilfe! Ich werd mitgenommen! Ja, jetzt aber. Bloß weg hier. Nee, ich will dich umbringen. Achso. Auch wenn er dauerhaft jetzt welche nachspawnen werden? Ja. Hier komm ich! Hier komm ich! Scarlet, willkommen! Als ich da zum ersten Mal gespielt hat, da hatte ich ordentlich zu kämpfen, weil ich unterlevelt war. Ja. Und wie man ja gesehen hat, hätte die Dinger auch einfach mit Boot platt fahren können, denn immer. So wie wir das jetzt gemacht hatten. Aber ich finde, was Speed angeht, ist das Ding doch irgendwie ein bisschen langsam. Oder kommt das mir nur so vor? Kommt dann, glaube ich, nur so vor. Verdammt, daneben. Ich wollte schön über dich über die Leiter springen. Und los. Hey, yo, Scarlet. Jo, was geht? Ich weiß nicht, wo das letzte Kompassteil ist, aber ich kenne wen, der es wissen könnte. Sein Name ist Herbert. Er lebt draußen in den Rust Yards. Bring ihm diese Geschenkbox. Geschenke. Behalte das Geschenk vorerst. Überreiche es Herbert erst, wenn ich dir Bescheid sage. Los, triff dich jetzt mit ihm. Ab die Post, hopp! Wenn das keine Sackbombe ist. Also, du machst dir vielleicht Sorgen, dass ich dich kille, sobald du alle vier Teile zusammen hast und mir den Kompass selbst unter den Nagel reiße. Falsch. Mhm. Selbst wenn er komplett ist, muss der Kompass erst zu einem supergeheimen Ort gebracht werden, bevor er anzeigt, wo Captain Blades Schatz ist. Kannst also fürs Erste ganz beruhigt sein. Fürs Erste ist ganz beruhigt sein, ja, die alte... Ja. Hey. Wo müssen wir hin? Ja, okay, also was ich muss sagen, die Karte ist verdammt groß. Ja, wir müssen jetzt wieder dahin, wo die Karawane war. Ach, okay, warte. Oh, kann ja Wobei, mal. Nein, wir können auch hier oben lang. Ja. Ah, jetzt immer rum, genau. Und von jetzt an aktualisiert sich die Karte ja wieder fast kaum. Nein, mein Fernseher will sich ausschalten. Bloß er nicht. Schwutbein, du musst doch zurück in die andere Richtung. Mhm. Wurmfutter. Na, ich glaube, da müssen wir auch rein. So. Neune. Ja, wir müssen hier rein. Das ist la, 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 la. Hey, nur weil wir mit einem Boot angekommen sind? Irgendwo muss hier noch ein Schalter sein, um das Ding zu öffnen. Ja. Nur wo? Oder wir nehmen die Treppe. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Ja,
Ja, aktiviere das Tor. Da sind übelst die fetten Löcher drin, wisst ihr, aber der kann nicht durch die Löcher schießen. Läuft. Nein. Doch. Was gibt's denn so zu lachen? Erzähl uns den Witz. Weißt du, ich stech gerade jemanden mit der Nahkampfattacke dieser Assault Rifle ab und mein Charakter sagt einfach so, Boop. Oh, okay. Im Übrigen, ich kann mit dem sowieso typ, den auch alles machen. Ich habe ihn vor einigen Monaten mal an Bord. Ja, das liegt wahrscheinlich an deinem Skill Tree. Ich habe ihn dann wieder gekickt, genau. Weil. Naja, was der sehen. Markus Munition. Du bist mein millionster Kunde, komm jederzeit wieder. Oh, und falls Herbert nach mir fragt, sag bloß nichts. Was? Mach's Maul auf. Abonnier. Einen fetten Abonnier ins Gesicht geschlagen. Ich sterbe. Oh, brauchst du etwa Hilfe? Nein. Nö. Mein Aiming ist präzise genug. Boah, und schon wieder voll in die Weichteile. Ich weiß nicht, warum ich immer so drauf gefixt bin, den Leuten in die Weichteile zu schießen. Vielleicht wird's mich mit dem Hitler. Ja, kann sein. So. Bloß nicht runter, oder? Doch, hier ist es Ruhe. Nur Schrott. Und ich glaube, wir müssen hier runter. Kisten! Große Kiste! Kiste, Kiste, Kiste. Ah, ne. Wie zum Fick kommen wir da rüber? Nö. Wo müssen wir auch lang? Wir müssen irgendwo da hinten ins Nirgendwo, aber da ist auch kein Weg irgendwie hin. Gehen wir mal außen rum? Ja, müssen wir wohl. So, von hier hinten sind wir, glaube ich, sogar gekommen. Und hier geht's nicht weiter. Sag ja. So, dann sind wir ja hier gleich links lang gerannt. Gehen wir ein bisschen mal zurück. Und leider Gottes haben wir schon jeden um hier. Oh, da lebt noch einer, den können wir noch befragen. Hey, wo geht's lang? Auch nicht gesprächig. Hier? Die sind auch nicht gesprächig genug. Menschenskinder. Wir wollen doch nur wissen, wo wir lang müssen. Ich glaube, ich. Ja, wir haben den Weg gefunden. Glaube ich. Ja, sieht mir nach dem Weg aus. Alter, wow, die halten mittlerweile mal die gut, das ist ein Badass, ich muss das sagen, die halten mittlerweile meine Waffe stand. Welche Waffe benutzt du denn? Meine Slack Sniper. Oh.
Hm. Ach, da hinten. Ah, ich hab die Leiter gefunden. Du hast die Leiter gefunden? Ach, da hinten. Ach da. Boah, Alter, die ist ja mal echt ekelhaft versteckt. Na. Ja, geht mir auf die Nerven. Ihr Schlappschwänze! Er fühlt sich wie Eiscreme. Willkommen in meinem Sandkasten, ja, warum nicht? Was für Druck? Was hast du davon gelassen? Oh, ein Skin. Den nehme ich. Gleich zerreißt den. Das war mein Kumpel. Ja, das war dein Kumpel. Guter Einwand. Beton liegt auf Bar. Das da auf dem Vorsprung sieht unheimlich genug aus, um Herberts Hütte zu sein. Nimm den Lift nach oben, klopf an der Tür und mach dich auf einen atemberaubenden Gestank gefasst. Gestank? Schon mal vielversprechend. Ja. Ich bin gespannt und dann ist es so ein Typ wie Earl. Wie Crazy Earl. Mann, Kopf zu, du Mistvieh. So, Anker einholen, Matrose! So, Befehl, Captain! Sogar mit Plattform, warum nicht? Darf ich erwähnen, dass sämtliche Gegner nur einen Erfahrungspunkt geben? Ja, das darfst du erwähnen. Also, das wäre definitiv das DLC gewesen, was wir zu Beginn machen hätten müssen. Moment! Sekunde bitte. Scarlett? Bist du das? Herbert! Ah, du bist nicht Scarlett, aber ich rieche ihren Duft an dir. Sie will das letzte Kompassteil, richtig? Ah, ja. Komm, unterhalten wir uns, wir beide. Wir sind aber zu dritt, Freundchen. Wie geht es, Scarlett? Ist sie immer noch so schön wie damals? Oh, wie das Licht durch ihr Haar fiel? Da visier den mal im Gesicht an. Hui. Du darfst mich in 2 Stunden wieder abholen. Komm. Wir haben hier noch gespielt. Ach, noch einer. Ach, man kann sie drücken. 5 Stück gibt es. Ein sexy Bild von uns, ja. Starlet. Wer weiß, wo die anderen 3 versteckt sind. Ich guck mal hinterm Haus. Hier ist auch keiner. Hm. Naja. Wo müssen wir denn jetzt wieder hin? Ja. Richtung Schiff. Sammeln wir Roberts Aufzeichnung an. Was sagt eigentlich die Uhr? Wir haben noch 10 Minuten. Echt? Yep. Kommt mir irgendwie länger vor. Ja, wahrscheinlich durch das ganze Laufe. Möglich.
Ne, hier eine Seite, glaube ich, müssen wir, oder? Ne, von hier kamen wir doch. Stimmt, ja. Verrückt nach dir. Aber hier hinten ist auch nichts. Das ist auf jeden Fall... warte mal. Wir müssen nach unten. Yep. Hopp auf. Lass den Anker zu Boden. Geronimo! ...360-No-Scope! Ja, Orientierung verloren. So, an... Hört auf, mich anzugucken. Von die Zwergenversion von denen, all die sind ja mal richtig mickrig. Erinnert dich nicht jetzt das an was? Ein gestrandetes Schiff? Ja. Und zwar an? Wie hieß er? Komm jetzt nicht auf den Namen. Captain Flint. Genau. Warum wackelt die Brücke so? Es gibt nur einen Grund hier. Ich sehe nichts. Ich wurde angespermert. Angespermert, echt jetzt? Ja. Es war weiß. Es hat Fäden gezogen. Was soll ich sonst sagen? Ich wollte es gerade noch sagen, das sind Minen. Was in der Art hatte ich befürchtet. Dann besorg ihm eben seine kleinen Liebesbotschaften so schnell du kannst. Sorry. Okay. So. Für ihn müssen wir gleich zurück. Ui. Ui. Kann man hier irgendwo landen? Da kann man landen. Du geh mal da lang, ich hol mal die Inne, die hier hinten in der Ecke ist. Herrgott, wie viele Skins finde ich hier? Schon wieder. Ich will auch Skins. Ich hab bisher bloß einen. So eine Spannerei. Sind aber alles nur Fahrzeug-Skins. Oh Mann, ich kann selber aufgehen. Das ist gut. Ist hübsch, dein Busen ist auch sehr schön, dein Gesicht ist auch schön. Nein, das sind 6 Silben. Ich hab versagt, alles ruiniert. Mist. Ja, ist klar. Brüste. Es sind immer Brüste. Apropos Brüste, Highschool DxD. Ja. Da kommt ja eine 4. Staffel dieses Jahr. Ja, und ich freue mich schon tierisch drauf. Ich bin gespannt, wie der neue Zeichenstil in Action aussehen wird. Also ein bisschen länger als diese 2-Minuten-Trailer-Dingens. Mhm. Aber wieder Flaschenpost entdeckt. Na. Ey, willst du mich verarschen? Komm mal in die fucking Flaschenposten hier rein. Ein Geist in einer Flasche. Nein, Moment. Eine weitere Botschaft. Ist da wer? Oh Mist. Ja.
Ich finde den Typen mal gestört. Geht doch nicht zu einem richtig geilen Kill. Ja. Komm mal her. Warte, ich bin auf dem Weg. Untertanen, bewegen Sie sich schneller. Ja, meine Hoheit. Da oben. Jetzt fängt ab an, der komplette Sound zu buggen. So, kann man ja stehen. Siehst du das auch? Was soll ich sehen? Dass ich da so komisch hochbugge? Ja, so ganz leicht. Geh mal selbst hin. Merkst du das? Nö. Ich merk nicht. Wer weiß. Weapons. Burst. Flutsch und zuck. Zuck und flutsch. Also das ist irgendwie der erste normale Name im gesamten Spiel. Wer? Was? Herbert. Ja, natürlich. Aber hey, Ellie! Gut, ja, stimmt. Ellie in ihrem sexy Outfit. Durch mein Teleskop sah ich, wie sie ihm eine Waffe gab, um sich zu verteidigen. Als sie ihm ihr Schwert in den Leib stieß, wusste ich es. Sie ist die Richtige. Ich bin überhaupt nicht gestört. Wir müssen auf das Schiff. Ja, ich weiß. Ich kill die Spider-Man alle im Nahkampf. Und gefunden. Okay. Dies ist Mixband Nummer 206. Ich nehme es. Scarlet, ich möchte dich überall berühren. Oh, Scarlet. Oh Gott, du hast einen seiner Songs gefunden? Musikalischer Dünnpfiff. Trotzdem, du hast alle seine Bänder gefunden. Bring sie ihm zurück und wasch dir hinterher die Hände. Gut, wir können zurück. Ich laufe im Übrigen immer noch mit dieser 300er rum. Ja, man merkt, du bist ein bisschen overpowered. Meine ganze 300, Alter. Im Gegensatz, warte, wo ist mein... Hier, meine Jacobs mit 3500. So. Merkst du einen Unterschied? Ich nicht. Nö. So, da hinten. Boah, gerade so am Pfeiler vorbei. So, Norbert, Herbert. Warum denke ich bei Herbert echt Norbert. Gleich an Norbert? Jetzt muss ich an Norma denken. Norma ist der schlechteste Einkaufsladen, den ich kenne. Gut, ja, es geht. Du hast die Bänder gefunden? Wenn du sie Scarlett zusammen mit dem letzten Kompassteil übergibst, muss sie mich zurücknehmen. Das letzte Kompassteil ist in dieser Kiste. Alter, du bringst ihn um. Du hast gerade voll deine Waffe durch den Bauch gejagt. Egal. Ja, ist wohl eingerostet. Rostig, rostig. Schieß das Schloss einfach auf. Oh. Oh. Du hast das letzte Teil des legendären Kompass zerschossen. Na toll. Sieht aus, als hättest du das letzte Kompassteil in Stücke geschossen, als du das Schloss aufgeballert hast. Okay, das ist schlecht. Nein, warte. Ah, ich kann das Teil nachbauen. Ich brauche nur die Teile dazu.
Geh zur Washburn-Raffinerie. Los, los, na mach schon. Ernsthaft? Ernsthaft. Ach, naja. Freunde, erstmal den Frust abbauen und Scarlet knuddeln. Und knuddeln, genau. Ach ja. Das war nur mein Gedanke. Auf jeden Fall, Freunde, das war's mit dieser Folge Borderlands 2. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne Bewertung da. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer weiteren Folge Borderlands 2 und werden versuchen, den Kompass, den wir ja angeblich zerschossen haben sollen, und ich garantiere dir, der lag schon so da drin. Das war ich nicht, das war schon vorher kaputt. Genau. Auf jeden Fall, bis dann, gehabt euch wohl und ciao! Tschüss!